So, da bin ich wieder. Ich wurde gerade. Das ist Ja. eigentlich auch noch eine schöne Geschichte, die ich erzählen kann. Ich wurde gerade von meinem Bruder angerufen. Und wir haben seit, lass mich überlegen, seit einer Woche, seit knapp einer Woche, haben wir in unserer Garage ein schmuckes Auto stehen. Das ist tatsächlich sehr witzig. Wir haben in unserer Garage aktuell noch ein 1966er Ford Mustang stehen. Das ist echt lustig. Aber es ist jetzt nicht so, Konrad hat ein Lotto gewonnen oder Mutti und Vati haben eine Gehaltserhöhung bekommen. Also das hoffentlich auch irgendwie mal in letzter Zeit. Aber damit hat es nichts zu tun. Es hängt damit zusammen, dass zwei sehr gute Kumpels von meinem Bruder wollen hier bei uns in Rostock wie heißt das? Eine Oldtimer-Vermietung aufmachen. Und da die Garage, wo sie die Karren unterstellen wollen, aktuell noch nicht fertig ist, steht eins dieser Autos bei uns in der Garage. Und es ist einfach ein sehr witziges Bild, wenn man jetzt das Garagentor aufmacht und dann so ein bisschen James Bond Musik unterlegt, dann hat man so ein bisschen krasses Feeling, weil dann halt einfach da dieses aufgeht und steht da dieses geile alte Auto. Und jedenfalls wurde ich gerade angerufen von meinem Bruder und soll irgendwie einmal die Maße der Scheibenwischer irgendwie ausmessen, weil er da irgendwie was nachkaufen wollte. Aha. Deswegen war ich kurz weg. Und ich werde das, glaube ich, auch gleich machen. Ich weiß nicht, ob ich das sofort brauche, aber ich glaube, deswegen muss ich mich gleich nochmal ganz kurz verziehen. Mann, 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 Mann. Boah, ich merke jetzt aber, wenn ich. Ich habe jetzt ja nicht so viel geredet wie du, aber ich merke jetzt, Lange nicht. wenn ich wieder ein bisschen rede. Alter, wieso komme ich hier nicht hoch? Ach, scheiße. Dass ich, Ja, dass, ich weiß, was du dass meinst. meine Stimme noch ein bisschen, doch ein bisschen anfällig Liegt so. ist. Ja, ne, also belegt vielleicht nicht unbedingt, aber ich merke halt, dass es mich ein bisschen anstrengt, noch ein bisschen zu reden, Es strengt mich an. dass ich öfter husten muss, als wenn ich jetzt gar nicht geredet habe, muss ich eigentlich gar nicht husten. Ist ja logisch, damit beansprucht man die auch nicht, aber. So. Den Hals, keine Luft. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich würde ja irgendwie gerne. Ich habe jetzt total den Faden verloren. Weißt du noch, worüber ich gerade rede? Wir haben gerade über Flüge und dass das Ja, total wir waren scheiße gerade ist. echt deep im Thema, ja, auf jeden. Deep Ich glaube, wir waren vor allem gerade in dem Zugvergleich. Ich glaube, da waren wir stehen geblieben. Ja. Genau, das ist totaler Mist. Fahrzug fliegt nicht in den Urlaub. Ne? Und dann gibt es ja auch diese typischen Sprüche so. Einmal geht das ja. Einmal kann man das ja der Umwelt antun, aber einmal ist zu viel. Ja. Ne? Da gibt es halt diesen typischen Kinderspruch, wenn jeder einmal, dann ist einmal zu viel, ne? Ja, ich Also. muss auch sagen, dieser Spruch ist mir bei der Diskussion auch fast rausgerutscht und habe ich aber selbst dann zugeben müssen, dass ich diesen Spruch furchtbar finde. Und Ich zwar, finde ihn auch total der, schrecklich, der, aber nee, er nee, nee, ist, nee, weil nee, er anderen ja war. Spruch. Und zwar, aber der geht in eine Ach ähnliche so. Richtung. Und zwar, wenn alle so denken. Diesen Spruch hasse ich ja über alles. Aber der kommt da auch öfter mal raus. Aber es stimmt ja Es leider. stimmt, Also. aber es ist halt nicht so, dass man, wenn alle so denken. Ich meine, nur weil ich jetzt anders denke, denke ich ja nicht alle anderen auch so. Deswegen, natürlich Ja. hat der Spruch eine gewisse Basis und ergibt halt auch irgendwo, ne? Also Sinn? eignet sich gut, aber der ist halt irgendwie trotzdem, hasse, mag ich den Spruch nicht. Wie auch Ja, immer. also ich weiß was. Naja, und ja. Also ich bin eine Generation von. Ich komme aus einer Familie, aus einer Campingfamilie, so typisch ostdeutsch. Schön. Und ja, da habe ich jetzt auch. Da bin ich jetzt auch nicht so. Es gibt ja Leute, die kennen das ja nicht anders so, sind so aufgewachsen, aber ich kenne das halt nur so mit Campen und innerhalb Deutschland oder Umgebung so oder Ja. mal vielleicht nach Schweden fahren oder so. So kenne ich das halt. Ja. Das ist so. Oder Polen, je nachdem. Das ist halt so, wie ich mir so Sommerferien, also wir fahren ja auch nur Sommerferien weg, wir fahren auch nicht in Skiurlaub oder so. Ja. So, wir fahren vielleicht mal in den Winterferien nochmal irgendwie woanders hin. Zur Verwandtschaft im Westen, im Süden, nach Weimar. Weimar. Weimar, waren wir erst gerade, ne? Habt ihr die bekommen? Unsere. Ja!
Boah, das, Alter, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich mein Vater war. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Auf einmal standen da deine Eltern vor unserer Tür und hatten ein paar frische, original Thüringer Bratwürste, Alter. Das war ja wie Ostern, Geburtstag und Weihnachten zusammen. Hammergeile Aktion. Also nochmal, falls mein Vater das in seiner Überraschtheit nicht ausdrücken konnte, nochmal vielen Dank für diese wirklich aufmerksame Aktion. Wir haben uns sehr gefreut. Ja. Und ich habe heute zum Mittag tatsächlich auch doch die letzte gegessen. Gestern Abend haben wir fleißig geschmaust und heute Mittag habe ich die letzte mir. Ja, bei uns gab es auch gestern Mittag schön Thüringer Bratwürste. Mein Vater hat sie nämlich auch nicht in Weimar selbst zu Gesicht bekommen, weil eigentlich in Weimar findest du ja in jeder zweiten Ecke so einen Bratwurststand. Ne? Ja, klar. Aber irgendwie hat es, als er keinen Hunger hatte, da ist er immer wieder dran vorbeigelaufen. Und als er dann endlich Lust auf eine Bratwurst hatte, hat er sie auch nicht erwischt. Und jetzt kommen wir vom Fliegen auch zum anderen Thema, nämlich Fleischkonsum. Oh ja. Man denkt natürlich, ist eine ganz andere Ecke, tierethisch und so weiter. Aber es hat auch was mit dem Klima zu tun, weil nämlich in Fleisch, also die Nährstoffe, die das Tier frisst, 3% der Nährstoffe der Pflanzen, die das Tier gefressen hat, landen am Ende im Fleisch. Das heißt, 97% der Nährstoffe verpuffen für die Menschen ins Nichts. Aha. Also die sind dann quasi wertlos. Und würde man halt in dieser Anbaufläche, die für das ganze Fleisch drauf geht, halt Nahrung für Menschen produzieren, könnte man wirklich deutlich mehr Menschen ernähren. Also ich weiß jetzt nicht, wie verlässlich meine Quelle war, aber der Typ, der das geschrieben hat, der hat da wirklich von Leuten im Milliardenbereich, die man mehr ernähren könnte. Und ich kann das glauben. Also ich kann das wirklich glauben. Also wenn 3% nur aus den Nährstoffen, dann sind das ja, wenn man das jetzt mal Milchmädchen rechnungsmäßig, also ist ja eigentlich logisch, ne, dass dann statt 3 Leute 100 ernährt werden könnten. Ne? Mhm. Und das ist schon auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Ja, das ist toll. Das ist toll. Und auch das, und jetzt auch noch bei der Nahrung wieder stärker, was zum Klima. Und auch, dass Nahrung durch die halbe Welt geflogen wird, das ist auch so ein Schwachsinn. Und dass zum Beispiel ein Drittel der Nahrung wird weggeworfen, wirklich ein Drittel der Nahrung in Deutschland wird weggeworfen, die produziert wird, das ist so dermaßen viel. Dieses ganze Konsumverhalten, jetzt wird das noch viel allgemeiner, dieses ganze Konsumverhalten regt mich total auf. Ich bin da so ein bisschen ostdeutsch erzogen. Im Osten hat es ja an allen Ecken und Kanten gefehlt und da ist natürlich, das schwappt natürlich, geht auch so ein bisschen über so, man soll nichts verschwenden, nichts wird weggeworfen vom Mittagessen, wird alles aufgehoben ja, und dann ist bei uns auch so, anders genauso gegessen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt in Westdeutschland da einfach so eine Kartoffel essen und den restlichen Topf einfach wegwerfen. Nein, natürlich achtet man natürlich auch drauf, man will ja auch Geld sparen. Aber ich glaube, dass doch das Konsumverhalten im Osten noch ein bisschen anders ist, weil es nochmal anders anerzogen wurde auch und weil man es anders kennengelernt hat. Ja. Also Nahrung war jetzt nicht das große Problem, aber auch so Dinge wie immer neues Telefon, immer neues Smartphone ist auch so eine Sache. Ich wurde halt so erzogen, dass man halt sowas nicht braucht, weil man damals ja wirklich, also Baumaterialien, ne, also wenn es ums Häuserbauen ging, um Elektronik und allen möglichen, da hat es dann wirklich an wirklich allen Ecken gefehlt. Ja. Und deswegen verspüre ich ja jetzt auch nicht so das Verlangen nach einem neuen Telefon zum Beispiel so. Also ich bräuchte, glaube ich, wirklich ein neues Telefon, aber ich habe meins jetzt auch wirklich 3 Jahre schon. Ja, das ist vermutlich. 3 Jahre und, also, warte mal, Konfirmation ist doch jetzt 3 Jahre her, ne, jetzt dieses Jahr? 2016, ja. Hm. Ja, 3 Jahre. Also seit der Konfirmation 2016 habe ich das Telefon. Krass, das heißt, dass wir auch schon fast 3 Jahre Videos machen, ey, das ist ja verrückt. Weil das hat ja damit angefangen. Ja. Und immer noch 100 Abonnenten. 122, du mein glaubst kaum. Ja, es ist. Also, ich glaube, vor einem Jahr oder so waren es noch nicht mal 100. Nee, definitiv nicht. Kann man da irgendwie mit einem Programm so eine Grafik aufrufen, dass man sieht, ja, wie der. Kann ich dir ganz genau zeigen. Das kannst du auch sehen. Es gibt so eine Seite, die heißt Social Blade. Okay, da gucke ich jetzt mal sofort vorbei. Mach das mal. Ja, also, es gibt natürlich keinen F. Ich will die ganze Zeit F11 drücken, um zum Spiel auszutappen. Aber ich gehe mal ganz kurz raus. Hast du dich ertappt, ne?
So. Ja, boah, der war nicht so gut, aber. So, ach, aber also aber, irgendein Steck der Witz musste auch nochmal kommen. Ich war so ruhig. Ja, und an Humor ist ja ein sehr ernstes Thema zurzeit, was wir gerade. Ja. Wir schmeißen ja gerade. Aber ist auch wichtig. Und was ich auch finde, was zum Beispiel auch ganz wichtiges Thema ist, ist Verschmutzung der Erde oder allgemeine Verschmutzung. Und das hängt ja auch wieder mit Konsumverhalten und dass man alles extra einpackt und wegwirft und so weiter. Also ich meine, Plastik und Klima hängen so über drei Ecken natürlich auch miteinander zusammen, Plastikverpackungen herzustellen und so weiter. Aber das ist natürlich auch den starken Hygienevorschriften geschuldet, dass ja, so viel Essen leider, weggeworfen ja. wird und das so. Und natürlich ist es soll natürlich die Eindämmung all dieser Krankheiten verhindern und ich bin mir sicher, dass unser Essen super hygienisch ist, aber Gott, vor 50 Jahren sind sie auch nicht reihenweise weggestorben und ich meine, wir haben die medizinischen Mittel, um da kleinere Krankheiten zu verhindern. Da komme ich gleich ins nächste Thema, wenn ich über Medizin rede, aber da will ich halt erst anfangen. Weißt du, was mich gerade in unserem sehr ausführlichen Gespräch... Jetzt Seite Social Blade, ne? Social Blade, ja. Was mich in unserem sehr ausführlichen Gespräch, was mich gerade einfach mal bestätigt, was ich halt auch so ein bisschen schade finde, dass Herbert und Ruven nicht mehr hier dabei sind, dass Echo einfach so eine schöne Basis, wie es damals Minecraft ja auch war, bietet, um einfach mal zu reden. Und natürlich muss das Spiel nebenbei auch ein bisschen Spaß machen, das wäre natürlich schon toll so. Das ist auch was ich irgendwie. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir uns jetzt einfach so hinsetzen. Auch schon, aber jetzt nicht einfach so hinsetzen und wir reden jetzt einfach mal 2 Stunden über Gott und die Welt. Da ist so ein Spiel eigentlich schon ganz gut und das können nicht viele Spiele einem irgendwie bieten. Und da muss ich sagen, dass Echo das sehr gut kann. Das klingt jetzt fast so, als würde ein Spiel so langweilig sein, dass man nebenbei reden muss. So meine ich das gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Grund, hier weiterzumachen. Und es macht trotzdem Spaß, finde ich, nebenbei. Ich kann hier ein bisschen an meiner Treppe rumbasteln und bin gerade tatsächlich sehr zufrieden mit mir. Und du kannst mal gucken, wie sich meine Abonnentenzahlen verhalten haben in den letzten Jahren. Jahren, sagt man ja mittlerweile. Ich muss mal ganz kurz meinem Vater was... Ja? Musst du? Sagen. Also nur sagen? Ganz kurz. Achso, ganz kurz. Sonst hätte ich nämlich jetzt die Scheibenwäsche ausgemessen, aber gut. Sonst kannst du gleich machen. Kannst du gleich machen? Ja, jetzt? Gleich? Oder gleich? Mach jetzt sofort. Okay, dann schneide ich das hoffentlich raus, sonst sieht man jetzt so ein schönes Standbild. So, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Du auch? Ja, ich auch. Sehr schön. Ich guck mir gerade den Livestream PewDiePie vs. T-Series an. Das ist doch scheiße, Alter. Ja. Das ist ja mal, PewDiePie ist nach vorne, ne? Ja, ist aber nur mit knapper 1000 Abonnenten. Okay. 1000 nur? Ja, also PewDiePie hat 89.057.000, T-Series hat 89.056.000. Krass. Ja gut, 1200 haben sie, glaube ich, mehr. Guck mal, ich sehe gerade wieder so ein Grafikproblem, wenn ich den Holzblock in der Hand habe. Dann kann ich richtig die Pixel zählen fast. Aber wahrscheinlich haben die da wieder mit irgendeinem Update irgendwelche Grafikdinger irgendwie ein bisschen verkackt. Eine Frage, wie kann man minus 2000 Views haben? Minus 2000, das ist eine... Ja, da stand monthly views minus 2.08k, also minus 2,0. Vielleicht weniger als vorher. Also. Ja, naja, es ist halt so, es steht immer so monthly views, ja, 600... 200, 1103, so, ja. Oh, das ist immer. Ich überlege gerade, was zwischen Oktober 17 und Januar 18 war, das 1,2k Views war. Was denn? Und jetzt hat sich so eingependelt, so zwischen, ja, mal 300, 400, 500. Liest du gerade meine Dinger vor? Ja, ja. Und bei Abonnenten ist es ein Gebirge, ist es so. Rauf und rauf. Ja, ne, auf jeden Fall. Wann war so eine Hochphase? Das würde mich immer interessieren. Also einmal so zwischen Oktober und Januar 18, also ziemlich genau dazwischen. Also ich würde sagen... Oktober, Januar 18. Also zwischen Oktober 17 und Januar 18. Okay, das war, glaube ich, die Hochphase von Life in the Woods Staffel 2. Ja, ich glaube, ja. Kommt und hin. Dann ja, einmal zwischen Oktober 16 und Januar 17. Das sind, glaube ich, beides unsere Life in the Woods Phasen. Also Oktober, ja, Oktober 17, Januar 18 auf... Nee, warte mal. Ach doch, genau, Januar 18 war letztes Jahr. Und dann nochmal April 18, Juli 18. Ich glaube, haben wir dann nicht Terraria gespielt?
Nee, Terraria war im ab Januar. Da ging die Views wieder runter. Ich glaube, es war ab Januar. Warte mal. Das ist immer so wie in Life in the Woods Phasen, Jona. Tja, muss wohl die nächste Life in the Woods Staffel her. Ja, aber aller Liebe, ey. Das Spiel haben wir, glaube ich, wirklich jetzt so ausgelutscht schon. Totgespielt, ey. Ja. Subscriber Ranking bist du. Sag mal. 10 Millionen Star 300. Sag mal, wie viel. Siehst du, glaube ich, auch, wie viele Leute haben denn insgesamt schon deabonniert? Das sieht man da, glaube ich, auch. Wo sieht man das? Weiß ich nicht. Ich kenne das nur von meinen eigenen Statistiken. Detailed Statistics. Da kannst du nämlich sehen, wie viele sozusagen total abonniert haben. Und die deabonniert haben, die stehen dann ja sozusagen. Die siehst du ja gar nicht, wenn du den Abo-Counter so anguckst. Das wäre aber interessant. Ich glaube, auf jeden Fall hätte ich schon, glaube ich, fast zwei. Ich kann das selber auch gucken, aber ich glaube, ich hätte wahrscheinlich 200 schon oder so. Obwohl da natürlich auch nicht mit drin ist, wenn Leute zum Beispiel deabonnieren und dann wieder abonnieren. Das ist da, glaube ich, da nicht mit drin, ne? Tja, ich würde mal sagen, das spricht auf jeden Fall gegen dein Entertainment-Abo. Ich hänge da ja auch mit drin, ne? Also. Warte mal, wo kann ich das denn sehen? Obwohl, scheiße, es kostet jetzt zu viel Zeit hier. Warte, hast du eigentlich irgendwas gemacht jetzt schon bei dir unten oder hast du nur erzählt? Nee, ich war jetzt die ganze Zeit bei Social Blade und da habe ich nochmal kurz auf dem Livestream vorbeigeguckt. Ich mal vorbeigeguckt habe, waren auf jeden Fall mindestens 30.000, 40.000 dazwischen. Ich glaube, es gibt so ein YouTube-Video, da hat ein Typ das festgehalten, wie man scheinbar denkt, dass T-Series PewDiePie überholt und dann sieht man den Live-Counter, wie er kurz auf 1 steht und dann geht's wieder hoch. Hammer krass. Ich glaube, es ist auch, soweit ich weiß, ist das kein Fake und da sieht man mal. Und ich weiß überhaupt nicht, ob hat Hero Series schon mal PewDiePie überholt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war, was ich gerade gesagt habe, war, glaube ich, das dichteste Aufeinandertreffen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich gibt es einen, der das dauerhaft mitschneidet. Das kann sein. Also ich meine, der Livestream, der geht ja auch schon jetzt ein paar Monate dauerhaft durch. Ja. Steht ja auch auf YouTube irgendwie schon seit ein paar Monaten. Naja. Mal sehen, ob sich das nicht vielleicht sogar noch bis zu den 100 Millionen durchzieht. Ja, mal gucken. Und das war ja überhaupt der ganze, dass ein normaler YouTuber so aus dem Nichts die 100 Millionen als erstes schaffen soll und nicht irgendein kommerzieller Verein. Ja, ja. Ja. Also kann ich nachvollziehen. Also ich finde es auch ein bisschen schade, dass so ein Kanal... Hast du PewDiePie abonniert? Nee. Du bleibst da aus. Ja. Hält sich da gedeckt. Warte mal, kann ich eigentlich so eine Ecke bauen? Ich probiere gerade aus, ob das Spiel wie bei Minecraft so runde, also wenn ich jetzt sozusagen eine Treppe an eine Ecke baue, ob er das rund macht. Wo hast du denn bei Minecraft runde Ecken? Ich weiß, was ich meine, dass er die Treppen abrundet, aber macht er nicht tatsächlich. Boah, Entschuldigung. Was ist das überhaupt hier? Kann ich... Oh. Aber du hast recht, ich glaube, die Songs sind... Die Songs, die Sound... Warte mal, ich hab das gerade. Alter! Too hungry to work. Die Sounds sind, glaube ich, tatsächlich neu, wenn man irgendwo festhängt. Ich hab übrigens... Nee, doch nicht. Um jetzt nochmal zurück zum Thema zu kommen, wir haben jetzt natürlich einen ganz schönen... Also wenn du das zusammenstellst, ist natürlich ein ganz schöner komischer Bruch, weil man überhaupt nicht weiß, wieso wir jetzt überhaupt raus aus der Materie sind. Naja, also ich hab abschließend so, ich gehe zu Fridays for Future. Das ist übrigens was, darüber haben wir ja noch gar nicht, also jedenfalls wir nicht, noch nicht drüber geredet. Und zwar, gehen das wir denn dahin? Oder nicht, nur genau, geht. Gehen wir hin oder gehen wir nicht hin? Und das ist nämlich auch was, wo Philipp gesagt hat, das ist echt schwach von dir, Konrad. Und wo ich meinte, ich kann das nicht begründen. Und zwar habe ich gesagt, oder das sag ich auch immer noch, ich war jetzt ja noch nicht wieder in der Schule seit dem Wochenende, dass ich nur hingehe, wenn andere auch hingehen. Und da meinte Philipp, ja Conor, das zeigt ja, dass du nur mit dem Strom schwimmst und eigentlich gar nicht der sozusagen des Thema wegen dahin geht, hingehst. Und da meinte ich, ich weiß ja von mir, ob ich nun hingehe oder nicht, finde ich es ja trotzdem gut, was sie da machen. So, weißt du? Also, nur weil ich nicht hingehe, heißt es ja nicht, dass ich es nicht gut finde. So, und und jetzt alleine, mich jetzt alleine dahinzustellen zwischen, natürlich, du bist ja da und Herbert ist da und Leute, die ich ja sowieso von anderen Schulen kenne auch, aber rufen auch, aber trotzdem jetzt alleine, ohne irgendwie diesen Kumpelverband dahin zu gehen, glaube ich, müsste ich mich schon etwas überwinden, wäre, glaube ich, auch eigenartig, wenn ich als Einziger aus der Klasse dahin gehe, was ich nicht glaube, weil auch sowieso ganz viele umweltbewusste Menschen bei mir ja auch unterwegs sind, ist ja nicht anders als bei euch.